Martin, was hast du denn? Ich habe Verspannungen, Schultern, Rücken, alles. Was willst du jetzt hier machen? Trainieren, no pain, no gain. Schon mal was von Rest gehört? Viele von euch haben die Sorge, nicht genug zu trainieren und machen dann den Fehler, entweder zu hart oder zu oft zu trainieren. Man kann 5-mal in der Woche trainieren und 2 Tage Pause. Das funktioniert wunderbar, wenn der Trainingsreiz mit der Ernährung und der Erholungsphase aufeinander abgestimmt ist. Auf der anderen Seite kann nur 2-mal Training in der Woche auch wieder zu viel sein, wenn der Reiz einfach viel zu hoch ist. Beispiel jetzt ist zwar ein bisschen extrem, aber nachvollziehbar, denke ich mal, 2-mal in der Woche einen vollen Marathon laufen. Das ist einfach zu viel. Unser Körper ist eine Hochleistungsmaschine, der mit unfassbar viel umgehen kann und der sehr viel verkraften kann. Aber manchmal ist einfach der Punkt erreicht, wo es zu viel ist. Und wenn das passiert, muss man einfach mal einen Schritt zurück machen können oder sollte es am besten gar nicht dazu kommen lassen. Es gibt sehr fortgeschrittene Trainingsmethoden, wie zum Beispiel Kniebeugenurlaub, wo man 14 Tage lang jeden Tag 2 Trainingseinheiten macht, und zwar nur Kniebeugen, und die führen zu unfassbar guten Ergebnissen. Aber danach muss man aufhören damit. Anderes Beispiel, HIIT-Krafttraining, wo ich Tempowiederholungen mache, also sehr langsame Aufwärtsphase, eine definierte Haltephase und definierte Absenkphase. Dieses Training ist unfassbar anstrengend fürs Nervensystem. Es ist die pure Gang durch die Hölle. Schmerzsystem ist extrem weit angeregt. Und da sagt man auch, länger als 6 Wochen sollte man auf keinen Fall so ein Training machen, weil das Nervensystem dadurch dauerhaft geschädigt werden könnte. Ein Bekannter auch aus dem Team hat mal den Fehler gemacht, er war unfassbar motiviert, 2-mal am Tag zu trainieren. Erst 10 Kilometer joggen gehen, danach sofort ins Fitnessstudio und noch Beine trainieren. Und er hat gute Ergebnisse gefahren. Der Körper hat sich daran angepasst. Er hat sehr gut Kraftergebnisse erzielt. Seine Fitness ist gefühlt immer weiter gestiegen, bis der Punkt irgendwann kam, wo die Leistung völlig ausgeblieben ist. Er war dauerhaft müde und konnte keine Leistung mehr bringen. Und danach bekam er eine Gürtelrose. Ob das damit zusammenhängt, mag dahingestellt sein. Der Punkt ist aber eine völlige Überlastung, wo das Gleichgewicht aus Reiz und Erholung nicht mehr gegeben ist, führt dazu, dass der Körper irgendwann im System Zusammenbruch bekommt. Und das kann auch dazu führen, dass dann der Körper Immunsystem geschwächt bekommt und sowas wie eine Gürtelrose oder sonst irgendwas bekommt. Haltet euch einfach immer vor Augen, dass alles im Gleichgewicht sein sollte. Der Trainingserfolg setzt sich zusammen aus den Faktoren Trainingsreiz, Ernährung und Erholung. Und wenn diese 3 Faktoren gut zusammenspielen, bekommt ihr gute Ergebnisse und könnt die Ergebnisse auch langfristig halten. Wenn der Trainingsreiz zu intensiv ist und die passende Erholung, die Schlafphasen nicht gegeben ist, dann wird das auf lange Sicht nicht gut gehen. Das heißt einfach, ihr müsst auf euch selber hören. Ihr könnt mal eine Zeit lang hart trainieren. Dann aber auch dafür sorgen, dass ihr in dieser Zeit genug Erholungsphasen bekommt. Wenn die Summe aber zu viel wird und der Zeitraum zu lang, wird der Körper sich irgendwann melden. Und wenn ihr spüren solltet, dass euer Körper keine Lust auf Training hat, dass die Leistung in den Keller geht, macht einfach mal eine Woche Pause. Es schadet niemandem. Also achtet auf euch, hört auf euer Körpergefühl. Man kann mehrfach die Woche trainieren, wenn man dafür Sorge trägt, auch dann noch genug Erholungsphasen zu bekommen. Und jetzt viel Spaß im Training. Immer noch da? Gebt uns ein Like, Kanal abonnieren und die App gibt's im App Store.